So, hallo zurück. Mittlerweile habt ihr, wie ich hoffe, alle eine gestimmte Gitarre vor euch und brennt darauf loszulegen. Deshalb fangen wir auch sofort an. Und zwar geht es darum, wie halte ich eigentlich die Gitarre richtig? Grundsätzlich gibt es da die unterschiedlichsten Ansätze. Eine klassische Gitarre würde man immer auf dem linken Bein halten, das linke Bein leicht nach oben und dann entsprechend klassische Stücke spielen. In Rock, Pop, wie auch immer, sei es euch komplett alleine überlassen, wie ihr das machen wollt, so wie es euch am besten gefällt. Ich denke, es ist immer relativ einfach, das Ganze über dem rechten Bein zu haben, weil man einen guten Blick darauf hat, was man eigentlich mit der linken Hand greift. Und dann geht es auch schon los. Schauen wir mir hier meine linke Hand, die Griffhand. Wie bringe ich die überhaupt zur Gitarre? Wie soll die überhaupt da liegen? Eigentlich liegt sie eng am Körper an, der ganze Arm. Ich nehme die Hand nach oben und bin dann praktisch direkt auf der Gitarre drauf. Es ist hier auch wieder zwei Arten, den Daumen zu halten. Ich kann entweder, wenn ich hier drauf greife, den Daumen möglichst, das heißt möglichst hier weit umgreifen, sodass ich ihn gut sichtbar habe. Das ist meistens relativ, naja, wie soll ich sagen, die sloppy, schmutzige Variante. Ist am Anfang nicht so zu empfehlen. Besser ist es, und so ist es klassischerweise auch, wird es beigebracht, dass der Daumen direkt auf die Rückseite eures Griffbrettes aufgelegt wird und da praktisch Druck erzeugen kann, Gegendruck zu den Fingern, wenn ihr Saiten greift. Ich mache mal ein Beispiel und greife mal den einfachsten Akkord, den wir jetzt auch gleich zusammen lernen. Der Akkord heißt E-Moll. Ich nehme meinen Mittelfinger und meinen Ringfinger und setze beide, so wie ihr das hier auch seht, auf die A- und D-Saite. Alle anderen Saiten sind offen und frei. Der Daumen drückt von hinten gegen das Griffbrett und ich kann mit dem Daumen einfach mal langsam alle Saiten durchspielen. Wenn ich alle Saiten höre, habe ich es richtig gemacht. Häufig, und das passiert wahrscheinlich fast allen von euch, wird es am Anfang sich nicht so anhören, sondern es kommt vielleicht sowas raus. Ihr hört, ein paar Töne kann man, ein paar der Noten sind nicht richtig da. Oder es gibt dieses Schnarren. Woran liegt das? Das liegt A daran, dass man mit nicht genug Kraft gedrückt hat, aber keine Angst, das ist alles auch ein Muskel, der trainiert werden kann. Diese Kraft, die werdet ihr sehr schnell bekommen. Und man muss auch gar nicht so viel Kraft aufwenden, denn jetzt der Tipp, man sollte immer jeden Akkord, den man greift, in diesem Fall dieses E-Moll, was ich euch gezeigt habe, möglichst nahe an den Bund heranschieben. Das heißt, mit der Fingerkuppe spüre ich, in diesem Fall meinem Ringfinger, spüre ich den zweiten Bund, dieses Metallstäbchen hier drin. Hat den Effekt, dass ich weniger stark drücken muss. Wenn ich das jetzt nochmal ausprobiere, sind alle Noten gut hörbar. Ein weiterer Fehler, der häufig passiert oder was am Anfang schwierig ist, ist, dass man, wenn man auf die Saiten drauf drückt, sich noch nicht so recht sicher ist, wie man den Druck erzeugen kann. Am Anfang braucht es auch relativ viel Kraft und dann deckt man andere Saiten ungewollt mit ab. In diesem Beispiel stimmen die ersten zwei Saiten, die ich abgedrückt habe, perfekt. Die nächste G-Saite, die will nicht so recht. Warum? Weil mein Ringfinger so flach aufliegt, dass er gleichzeitig diese Saite noch behindert. Was kann ich dagegen machen? Gibt es mehrere Ansatzmöglichkeiten? Mein Tipp ist folgendes: Zuallererst, wenn es nicht richtig funktioniert, gerne mal die Hand ausschütteln. Das hilft immer. Auch gerade am Anfang ist es wichtig, Fingerübungen da so ein bisschen zu machen und dann sich praktisch wieder von neuem den Arm einfach wieder fallen lassen, die Hand nach oben nehmen und dann richtig schön hier wieder aufsetzen und dann gleich nochmal probieren. Was wichtig ist, um eben diesen abgedämpften Ton hier wegzubekommen, man muss versuchen, möglichst senkrecht von oben auf die Saiten raufzukommen, um keine anderen zu behindern. Wie mache ich das? Nehme ich meine Hand, ja, wenn ihr sie so leicht gekrümmt habt, ungefähr so, hier hin und her bewege, dann merkt ihr schon, der Daumen
bewegt sich nach unten auf das Griffbrett und gleichzeitig, wenn ich praktisch diese Form hier habe, gleichzeitig habe ich praktisch hier eine relativ senkrechte Druckrichtung auf mein Griffbrett. Das heißt, ich schiebe den Daumen ein wenig nach hinten und versuche möglichst senkrecht auf das Griffbrett drauf zu kommen. Ja? Könnt ihr euch selber mal ein bisschen überprüfen, schauen, wie senkrecht ihr da drauf kommt. Dann der erste Punkt, den ich genannt habe, möglichst nah an den Bund ranschieben, dass ihr den auch richtig spürt. Und ihr hört alle Töne. Dann könnt ihr immer versuchen, man verkrampft sich sehr schnell am Anfang, einfach lockerer zu lassen. Bis zu dem Punkt, wo ihr zu wenig Druck habt und der Akkord nicht mehr gehalten wird. Ihr müsst, wie gesagt, nur ein wenig mehr Druck geben. Ihr braucht nicht drücken wie die Irren. Das macht man am Anfang relativ viel, deshalb immer wieder Hand ausschütteln, ganz wichtig. Wieder neu aufsetzen. Hier verschieben, möglichst von senkrecht von oben auf die Seiten rauf und dann den Griff so weit an die Bünde ranschieben, wie das möglich ist. Braucht ihr weniger Kraft.